Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute möchte ich in diesem Tea Time Talk Video ein bisschen über das Thema philosophieren, das mir schon lange auf dem Herzen liegt, und zwar so ein bisschen, wie es denn ist mit der Leidenschaft, dass man die verfolgt, damit dann auch Geld verdienen kann, das Vollzeit ja nachverfolgen oder nach ja machen kann, ja, und wie man da eigentlich sozusagen in dem Sinn jeden Tag frisch starten kann, ohne dass man irgendwie sich denkt, boah, da ist wieder Montag, jetzt muss ich wieder ins Office, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen. Und so ein bisschen halt einfach, ja, ein bisschen erläutern, was ich darüber denke, dass man zum Beispiel vielleicht ein Hobby, eine Leidenschaft zum Beruf macht oder eben seine Berufung findet, daran Spaß hat. Und das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt als Angestellter ist, ja, irgendwie als in einem Non-Profit oder irgendwie als Unternehmer tätig ist, als Selbstständiger und so weiter, ist eigentlich völlig egal. Da ist dann auch jedem selber dann eigentlich sozusagen überlassen, was das denn genau ist, was ihn glücklich macht. Aber ich möchte auch so ein bisschen über dieses Thema sprechen, weil mir das dann doch schon sehr, sehr wichtig ist, weil ich mir halt denke, oder zumindest jetzt in den letzten, ja, Wochen und Monaten, ich mir halt denke, hey, wenn man irgendwas nur oder hauptsächlich nur wegen des Geldes willen macht, dann ist das irgendwie falsch. Ja. Ich kann verstehen natürlich, es gibt verschiedene Umstände, Situationen oder auch man muss halt für eine gewisse Zeit zuerst mal die Dinge halt, ja, machen, die man vielleicht nicht unbedingt will, weil man halt irgendwie Startkapital braucht oder weil man sich erstmal irgendwie einen Grundstock aufbauen muss, weil man von Null auf startet. Das ist völlig klar. Das ist auch, da bin ich auch der Meinung, das habe ich ja auch alles gemacht. Ich habe ja da meine Ausbildung gemacht, die mir eigentlich sehr viel Freude bereitet hat. Mit der Zeit, dann, als ich dann festangestellt gewesen bin, habe ich gemerkt, das ist doch nicht so mein Ding. Das ist nicht das, was ich langfristig machen möchte, und es macht mir auch nicht so viel Spaß. Und deshalb hat sich das dann halt alles so ein bisschen entwickelt. Und ja, ich stehe jetzt hier. Ich kann hier Videos machen, wenn ich das will, wenn ich Lust dazu habe, und ich habe sehr viel Bock drauf. Ich habe da letztens auch so ein Video, oder nee, es war eine Instagram-Story von Kolja gesehen, der hat auch gesagt, hey, wenn er da in den Ferien ist, der kann nicht aufhören zu arbeiten. Der muss immer ab und zu mal noch so ein bisschen arbeiten, weil sonst wird er zu ja, aufgeregt, zu zappelig. Und dann muss er nach dem Urlaub direkt so einen Arbeitsurlaub sozusagen machen. Und ich habe auch gemerkt, dass das bei mir tatsächlich auch so ist. Und das ist natürlich, denke ich mal, also es bedeutet eigentlich schlussendlich, dass man super viel Spaß an dem hat, was man macht. Und gleichzeitig dadurch natürlich auch seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Und das ist, denke ich mal, auch so ein Privileg, oder das erarbeitet man sich. Ich denke, das ist nicht immer so leicht zu erreichen, weil ich meine, auch ich habe als Beispiel am Blog, am YouTube-Kanal sehr lange auch gearbeitet, bevor ich ja jetzt das Vollzeit mache, zusammen mit dem Webshop, den ich aufbaue. Und das kostet halt alles Zeit, Energie, und ich finde es halt super, super wichtig, dass man das dann auch so ein bisschen sieht, dass im Prinzip, wenn man an so einen Punkt angelangen möchte, dass man sozusagen das machen kann, was man will, um davon zu leben, und blöd gesagt, jetzt ist einem völlig egal, was für ein Wochentag ist, ja, außer man hat irgendwie Termine wie den Dividendendienstag oder irgendwelche anderen Termine und so weiter, die man halt selber auch gerne macht, dann ist das vollkommen für mich eigentlich das, was jeder anstreben sollte. Und wenn dann nebenbei natürlich noch mehr Geld als sonst, ja, dabei rauskommt, also mehr Geld als das man braucht zum Leben, dann kann man auch deutlich dann eben anfangen, auch wieder zu investieren. Und mir war es jetzt zum Beispiel konkret extrem wichtig, dass ich, wie soll ich das sagen, also Minimum einfach meine Fixkosten decke, also den Break-Even-Point erreiche. Den habe ich ja dann im März, April erreicht. Und das war dann für mich schon so ein richtig heftiger Meilenstein. Und da hat er mir auch so gezeigt, hey, ich kann das Ding durchziehen, ich kann meinen Webshop machen, mein E-Commerce-Business, Reselling, ich kann meinen YouTube-Kanal, den Blog, Sparkoyote, alles so fortführen, und ich würde nicht mehr von meinem Vermögen zehren, ich würde über die Runden kommen, ich könnte alle Rechnungen jeden Monat zahlen. Und das war dann für mich schon so ein richtig wichtiger Punkt, den ich erreicht habe und auch super Spaß jetzt dran gehabt habe, zu merken, hey, es funktioniert, es klappt, mit der Leidenschaft da auch Geld zu verdienen und da einfach auch leben zu können davon. Und das finde ich halt super, super wichtig. Und dann darüber hinaus natürlich, ihr habt es dann auch gesehen
In den weiteren Monaten ist das Einkommen auch immer weiter gestiegen, währenddem meine Fixkosten oder meine privaten Lebenskosten immer noch gleichbleibend gewesen sind. Und das ist halt dann für mich auch wieder so ein Zeichen, ja. Ich lebe so happy mit dem Lebensstil, wie ich lebe, auch wenn ich relativ wenig ausgebe als Schweizer. Und ich habe da nicht irgendwie das Bedürfnis, selbst wenn ich jetzt irgendwie 10.000 verdiene im Monat oder irgendwie 20.000 oder 30.000 im Monat verdiene, dass ich da irgendwie sage, hey, jetzt erhöhe ich mal meinen Lebensstil, hol mir ein Auto oder so oder irgendwie, keine Ahnung, ja. Also so denke ich jetzt grundsätzlich nicht. Klar gibt es vielleicht mal irgendwelche, ja, Lifestyle-Erhöhungen oder so. Zum Beispiel, wir haben ja 6 Kitten zu Hause und 2 davon behalten wir. Und da ist es natürlich dann schon so, dass da ein bisschen mehr Kosten auf uns zukommen. Aber es ist ja dann nicht so, dass wir da jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, also das Geld ist uns dafür auf jeden Fall nicht zu schade, dass wir jetzt zwei neue Familienmitglieder haben. Und wir haben jetzt auch 3 Meerschweinchen, die haben wir so ein bisschen, die haben wir nicht selber geholt, sondern das war von einer Arbeitskollegin von meiner Freundin und die haben wir dann einfach übernommen, weil sie die irgendwie nicht mehr wollte und sie da auch nicht mehr so, ja, ich glaube, die waren da nicht so glücklich und ich hoffe, die werden jetzt bei uns happy und wir haben einen halben Streichel zu Hause. Aber zurück zum Thema, das heißt, für mich ist es einfach enorm wichtig, dass ich in dem Sinn einfach jeden Tag, egal welcher Tag das ist, mit Ausnahme Sonntag, das ist so ein Tag, der ist zwar schön und gut, ja, aber das ist immer so ein Tag, ich weiß einfach, wenn ich da irgendwas mache, dann kann ich warten bis Montag oder auch Samstag teilweise schon, kann ich warten bis Montag, bis da irgendwas wieder zurückkommt und am liebsten hätte ich da oft meistens sofort eine Antwort oder sonst irgendwas, aber das bin ich persönlich, das sind so wirklich, das ist kein Problem oder so und stört mich jetzt auch nicht sonderlich, aber es ist halt immer so ein Punkt, wenn mich Leute fragen, welchen Tag der Woche habe ich am wenigsten gern, dann ist das der Sonntag. Früher war es der Montag. Und aber grundsätzlich ist es für mich schon sehr, sehr, sehr wichtig, dass man da einfach versucht irgendwie seiner Leidenschaft zu folgen. Und für mich ist ganz klar, dass man nicht irgendwie sagen kann, hey, meine Leidenschaft ist das, hey, ich kündige jetzt sofort. Das geht natürlich nicht. Auch ich habe das nicht gemacht. Ich habe mit der Zeit Vermögen aufgebaut während der Ausbildung. Nach der Ausbildung habe mir dann auch sehr viel Gedanken gemacht, wie ich dann den Schritt wagen in die Selbstständigkeit. Hat ja dann auch jetzt funktioniert, rückblickend gesehen, aber rückblickend gesehen ist vieles sehr einfach, ja, kann man sagen, ja, hey, hat halt geklappt und kann aber auch sein, dass bei anderen Leuten dann nicht klappt und oder dass da mehr oder dass es länger geht, bis es klappt. Und darum, wie soll ich sagen, muss man das, was ich jetzt hier sage, so ein bisschen auch. Und das sage ich ja auch immer, es ist meine persönliche Erfahrung und persönliche Erfahrungen, ja, kann man nicht irgendwie auf jede Person ummünzen, weil die Umstände immer anders sind, der Zeitpunkt ist ein anderer und die Person ist einfach eine andere Person, ja. Und ich versuche halt einfach mit den Videos hier immer wieder so ein bisschen auch zu motivieren natürlich, ja, und auch einfach Einblicke zu geben, wie es bei mir funktioniert, wie es läuft und auch mit der GmbH-Gründung. Das ist ja auch sowas, da habe ich auch vorher mal irgendwie gedacht, das sei irgendwie ultra, ja, kompliziert, dies, das, aber es ist ultra einfach, ja. Man nimmt ein bisschen Geld in die Hand und wenn man es selber nicht machen will, dann kann man das auch schön outsourcen über Treuhänder und so weiter. Und dann ist das relativ eine easy Sache, Geschäftskonto wird auch schnell eröffnet für Stammkapital. Also es ist immer irgendwie so, wenn man Angst vor etwas hat, ja, also es ist immer, und diese Angst ist immer, bevor man etwas macht, ja, das ist so wie zum Beispiel der erste Kuss zum Beispiel oder irgendwie die erste Freundin und so weiter oder das erste Date, man hat irgendwie immer Angst zu fragen oder zu machen, zu tun und dann sobald man es dann mal gemacht hat, fragt man sich so im Nachhinein, hey, wieso hatte ich da jetzt eigentlich gerade Angst, das ist doch das Normalste auf der Welt, ist eigentlich doch super easy, dasselbe auch der erste Schultag, der erste Arbeitstag, der erste Ausbildungstag, der erste Tag in der neuen Klasse und so weiter. Man hat immer Angst irgendwie und dann danach ist die Angst weg, ja, weil das Unbekannte ist. Und ich erwische mich da immer wieder super oft. Und mit der Zeit trainiere ich dann auch zum Beispiel bewusst eben diese Angst, ja, einfach dann so ein bisschen auszublenden, dann einfach zu machen. Und im Nachhinein merke ich, hey, ja, es hat ja so oder so funktioniert oder irgendwie, hey, ich habe jetzt aus dieser Situation gelernt, aus dieser Erfahrung und das finde ich dann halt auch extrem, extrem wichtig. Also so ein bisschen, dass man einfach immer regelmäßig die Komfortzone verlässt und
Das hilft dann einem meiner Meinung nach enorm, enorm viel weiter langfristig gesehen. Und ja, also das heißt für mich jetzt so als Fazit, wenn ich jetzt hier über dieses Thema eben spreche, so die Leidenschaft verfolgen, vielleicht die Leidenschaft zum Beruf machen, ob das jetzt eben angestellt ist, selbstständig sein, Unternehmer sein, ist für mich nicht wichtig, was man halt schlussendlich ist grundsätzlich. Ja, bei mir ist es halt einfach so, dass ich halt Spaß an der Selbstständigkeit habe, beziehungsweise jetzt dann bald dem Unternehmertum Spaß daran habe und ich da einfach Tendenzen dazu gehabt habe und diese dann auch, ja, diese Chancen, diese verschiedenen, die ich da bekommen habe, auch immer wieder ergriffen habe, auch wenn es mal ab und zu besser gelaufen ist oder weniger besser. Aber ich denke einfach, das muss man so ein bisschen mit sich selber vereinbaren. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich halt immer sehr vorsichtig bin. Aber ich erwische mich auch immer wieder, dass man halt dann urteilt, vor allem so zum Beispiel online, wenn man nicht den ganzen Kontext kennt und so weiter. Und das sehe ich dann halt auch viel zum Beispiel in Kommentaren und so. Und wo es dann mal so ein bisschen kritischer zu und her geht. Und ich finde das halt auch vollkommen in Ordnung, weil ich meine, ich kenne es ja selber auch. Man sieht jetzt zum Beispiel auch von mir, ja, die Leute, die mich nicht persönlich kennen, sehen nur einen kleinen Teil, das, was ich hier online teile. Und da gibt es die Leute, die kennen mich halt noch so ein bisschen von Community-Treffen, von Events oder vielleicht auch, wenn ich mal sonst öfter mit dem ein oder anderen Leser oder Zuschauer mich getroffen habe in einem Starbucks, dann kennen die mich sogar noch mehr. Und dann natürlich dann das private Umfeld und so weiter kennt mich natürlich noch viel besser. Und es ist halt wirklich so, dass man sich dann, dass man halt kein wirkliches Big Picture halt hat und sich dann eine Meinung bildet. Und ja, wenn sich diese Meinung dann gebildet hat aufgrund von irgendwelchen Videos oder so, wo halt wirklich nur kleine Ausschnitte sind vom Leben, ist es halt klar, dass es dann vielleicht jemand eine negative Einstellung zu mir hat oder eine positive, was auch immer. Und ich versuchte halt eben möglichst, ihr wisst ja, relativ transparent zu sein. Klar habe ich auch irgendwelche Dinge, die ich nicht teilen will, weil sie für mich einfach privat sind, ist ja klar. Hat ja vermutlich jeder. Und ja, ich versuche halt da eigentlich, blöd gesagt, einfach mein Bestes, die Leute, die jetzt, sage ich jetzt mal, von diesem Content Mehrwert holen können, ob das jetzt Motivation ist oder Informationen zum Vermögensaufbau, irgendwie ein Business aufzubauen oder einfach mal zu schauen, hey, was ist da überhaupt alles möglich, weil ihr müsst euch das mal überlegen, ich bin da nicht irgendwie in eine reiche Familie geboren, ich bin ein ganz normaler 23-Jähriger, der einfach sein Ding versucht, ja, auszuleben, auszuprobieren, zu machen und ja, also grundsätzlich einfach auf die Meinung anderer scheißt, ja, sage ich ja auch immer wieder, was nicht bedeutet, dass ich die Meinung anderer, ja, scheiße finde. Ich respektiere andere Meinungen, aber ich scheiße doch dennoch oft, sehr oft auf andere Meinungen und bisher ist es natürlich, hat sich das bezahlt gemacht, manchmal nicht, manchmal schon und aber das muss ich ja über mich rechtfertigen, das ist ja dann egal, was die anderen Leute sagen und ja. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier diesen Tea Time Talk. Ich hoffe, ja, war nicht zu philosophisch, ihr konntet da irgendwas Kleines mitnehmen. Mich würde natürlich auch so ein bisschen interessieren, wie ihr das so seht mit der Leidenschaft, angestellt sein, Selbstständigkeit, Unternehmertum, was so eure Meinung ist oder wo ihr gerade im Leben steht und wo ihr noch hin wollt, weil ich bin eigentlich ziemlich genau da, wo ich sein will. Klar, will ich immer weiter, aber ich bin auch happy, so wie ich jetzt hier gerade Videos machen kann und auf dem Weg zum Einkaufen bin, ja, bevor ich jetzt dieses Video beende. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Tea Time Talk. Tschö, Leute.